Das beißt ganz schön rein, dieses Felixdorfer Messer von Brother. Ja, wirklich, Brother. Das habe ich mir bei Gear Best geholt und wenn dich interessiert, was es kann, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rossen vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Das Messer ist ein Billigsdorfer China-Bomber. Und ich weiß, dass der eine oder die andere Zuschauerin aus Deutschland jetzt gleich wieder tippen will, das ist in Deutschland nicht erlaubt. Was nicht stimmt, das ist momentan schon noch erlaubt. Wird auch in der Zukunft erlaubt sein, nur du darfst es nicht mit dir führen, weil es ein Handöffner ist. Das ganze Teil ist im 440C Stahl, zumindest steht so drauf, ausgearbeitet und ist natürlich im Spyderco-Stil. Und ich habe solche Messer ja schon sehr häufig vorgestellt und ich mag ja diesen Spyderco-Style, wobei ich ihn früher nicht leiden konnte. Da habe ich mir gedacht, die schauen einfach schier aus. Hässlich, fürchterlich. Aber wenn man dann damit arbeitet, dann kommt man drauf, dass das richtig Spaß macht. Also, das ist ein Stück Hasel. Und nicht eine morsche Hasel, sondern eine richtig schöne, ausgetrocknete Hasel. Und das geht durch. Wirklich wie Butter. Und als ich es bekommen habe, das war dieses Mal ein bisschen schwierig mit Zoll und Zollerklärung und die haben gesagt, was ist das und was tut das und habe dann ein bisschen Zoll zahlen müssen, ist mir das erste Mal jetzt passiert bei Gear Best, aber so soll es sein. Aber ich habe es dann bekommen und hab's, naja, es ist relativ schwer, es ist wuchtig. Du hast hier einen Clip. Ja, den kannst du auf die andere Seite montieren, das geht schon, aber du kannst nicht tauschen, also du kannst nicht Tip Up oder Tip Down machen, das geht einfach nicht. Dann natürlich mit dem wunderbaren Mechanismus, der mir jetzt gerade nicht einfallen mag, wie heißt dieser Mechanismus, natürlich kein Backlog und kein Liner Lock, sondern ein, schreib mir unten einen Kommentar, mir fällt es momentan nicht ein, wie auch immer, sehr praktisch, lässt dich mit einer Hand, bitte, nicht nachmachen, da kann man sich fürchterlich schneiden, ist mir übrigens schon einmal passiert, aber das ist so, weißt du, so auf, hast du ein Problem? Na gut, okay, dann doch nicht. Also, ja, das ist natürlich dafür nicht gedacht, aber du siehst, aufmachen und dann reinfallen lassen und die Sache ist erledigt. Der Klingenrücken ist nicht sonderlich bearbeitet, das heißt, Feuerstahlbedienung ist überhaupt kein Problem. Das ist die Feuerstahl deines Lebens. Unten gebe ich da den Link in meinen Shop, schau dir das an. Funktioniert alles. Ist ein sehr praktisches Messer, wirklich sehr praktisch, relativ hoch, ja, so wie es halt bei Spyderco sehr, sehr häufig der Fall ist. Echt super angeschliffen, einfach vom Querschnitt her einfach bissig. Was halt wieder mal so typisch ist, das ist das hier, dass man hier nach vorgreifen kann, für feine Arbeiten. Das mag so sein. Ich hätte das halt einfach lieber, dass die Klinge weiter, dass man sich das da spart. Aber soll halt so sein, ist ganz einfach so. Und was mir auch ein bisschen am Wecker geht, das muss ich schon sagen, das ist, dass hier wiederum diese, ja, fehlt mir auch nicht ein, was ich dazu sagen soll, dass ich da halt so die Nuten reingemacht haben. Mir fällt momentan das Wort nicht ein. Ich weiß, ich bin nicht betrunken, möchte ich gleich hinzufügen, aber mir fällt es momentan nicht ein. Stehe momentan auf der Leitung und da müsste die Kamera umstellen, also tue ich es nicht. Das ist vielleicht, wenn man Handschuhe trägt, angenehm, aber wenn du wirklich viel arbeitest, obwohl das gut verarbeitet ist, ja, also es ist nicht allzu rau, aber trotzdem, das spürt man, ja, wenn man da mit dem Daumen drüber fährt. Ich mag das nicht, ich hätte mir das glatt gewünscht, wenn ich hier etwas zum Sagen hätte, aber so soll es sein. Alles in allem, nicht das Messer. Das war's. Ja, was soll ich erzählen? Ich finde es toll. Es ist halt eine Sache vielleicht noch. Ja, eine. Es trägt halt schon auf das Teil. Das ist nicht irgendwie so ein kleines Mini-Messer, sondern das trägt halt insgesamt mit Griff und mit Klinge schon etwas auf und hat auch ein bisschen Gewicht. Technische Daten findest du unten. Gibt es bei Gear Best um kleines Geld und man kann im Endeffekt damit nichts falsch machen. Wenn dir der Stil gefällt, gibt es unterschiedliche Farben. Ich habe es dieses Mal in Schwarz genommen und nicht in Orange. Das war's. Schreib mir bitte unten einen Kommentar, ob du selbst schon Messer der Firma Brother im Einsatz hast. Ich bin auf den Gusto gekommen und habe mir jetzt zwei weitere bestellt, die ja, irgendwann mal kommen werden. Das dauert bei Gear Best halt immer ein bisschen, aber das soll so sein. Schreib mir du, ob du Erfahrungen mit dieser
Messersorte hast, wie geht es dir mit Gear Best? Hattest du auch schon Zollprobleme oder geht das bei dir einwandfrei? Das würde mich interessieren. Link zu den Produkten findest du unten. Abo, wenn es das erste Mal hier bist, ein paar andere Videos zum Anschauen. Daumen nach oben nicht vergessen oder nach unten, ganz wie du magst. Glocke drücken. Wir sehen uns wieder. Dein Reini Rossmann. Bis bald. Ciao.